Mann, im Spielkinder, sag mal ganz Racker, wir sind hier gefangen. Ganz große Oberscheiße, irgendwer hat geschossen, ich weiß es nicht. Na, das ist, wir rufen erstmal Nico, mal gucken, was die Kleine so, wir müssen raus, er will das Fenster nicht aufmachen und irgendwie brauchen wir das, wir schauen. Gucken, was Nico so zu sagen hat. Dort? Stell dir vor, ich hab den Herkunftsnachweis. Super. Das Ding ist eine Fälschung, angefertigt von unserem Freund Hobbs. George, wir sind hier irgendwie, das ist Rickenbacker, das ist sein Boss, ne? Wir sind hier gefangen. Baby, wir müssen raus. Mr. Rickenbacker. Mr. Rickenbacker? Rickenbacker. Ich war im Büro und habe den Nachweis gefunden. Er ist falsch. Sie ahnen nicht, was ich entdeckt habe. Yeah. Lassen Sie mich raten. Er ist gefälscht. Woher wissen Sie das? Die ganze Sache stinkt irgendwie zum Himmel. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch das Bild finden. Ganz genau. Schaffen Sie das Bild herbei, dann lassen wir uns was einfallen. Oh, und gute Arbeit, Stobbart. Ja, ja. So, können wir den Bullen eventuell... Oh, den Stoppelbart brauchen wir nicht. Das ist gut und wäre und das ist Fenster. Können wir denn irgendwie mit dem Fenster, das ist... Ah, wie ich, glaube ich, in der letzten Folge schon sagte... Diamantring, ne? Glas schneiden, das ist George. Sobert, wir lappen hier mal gucken, ob das funktioniert. Der Diamantring war genau der Glasschneider, den ich brauchte. Yep. Wenn er keinen Schmuh gekauft hat, sondern einen echten Diamant. Darf ich erstmal Pipi machen? Aber das kann ich mir nur angucken. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Loch im Bürofenster. Das ist natürlich tragisch. Wir können jetzt irgendwie zur Metro. Ich würde aber nochmal ganz gerne mit dem haben wir denn irgendwas Neues im Inventar? Ja, gut, den Ring und bla. Ich möchte ganz jetzt gerne mit Pater Simeon sprechen. Das ist, Wo ist der Pater, der Priester? Hi. Hi. Monsieur? Ja, ja. Haben Sie gerade irgendwas Merkwürdiges bemerkt? Gar nichts. Ich bin reingegangen, nachdem der Priester fort war. Ich dachte, ich hätte einen Schuss gehört. Ich auch. Aber als ich rauskam, war niemand da. Niemand, bis Sie gekommen sind. Sie wissen also nicht, was gerade passiert ist? Was passiert ist, ist passiert, Monsieur. Ob ich nun davon weiß oder nicht. Da wir nochmal im Café sind, ne, die Leute, das muss ich nochmal hier, das ist ja, der Priester ist weg und da hat wer geschossen. Es hat, machen wir uns nichts vor, ne? Es hat wer geschossen. Nee, Mann, hier, tschüss. Liebe Freunde, ich bin ein solcher Kaffee-Junkie, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, pass mal auf. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Metro. Wo fahren wir jetzt aber hin? Ich weiß ja gar nicht, wo können wir hin? Können wir da rein? Ein Bürofenster? Wir haben eh einen Schlüssel. Pipi machen will er nicht, dann gehen wir mal... Ich konnte noch nicht gehen. Ich musste erst rausfinden, was in der Galerie passiert war. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Da ist das Spiel ja sehr linear, das finde ich auch gut. Nein. Pater? Die Gnostiker. Sie müssen sie aufhalten. Wer war das, Simeon? Lassen Sie sie nicht... Die Tafel, sie werden den Teufel entfesseln. Luzifer selbst. Das waren seine letzten Worte. Erst Henri, jetzt Simeon. Wer steckte dahinter? Und was hatte Simeon mir zu sagen versucht? Aber warum ist denn der Priester in die Galerie gelaufen? Wer ist mal im Kaffee? Kaffee ist Papiere, was hast du denn da? Simeon hatte den Scan eines alten Manuskripts mit einer zugehörigen Notiz bei sich gehabt. Beides war lateinisch geschrieben. Sic dixit Augusta. So erzählte Augusta, wenn ich das richtig sehe. Mein Latein ist wirklich rudimentär. In hoc rito est nobis, was? Salatium? Das ist alles mit Salatsoße, ne? Und, et...
Was et his errant verba sua ultima ante mortem? Das waren die Worte sua, die letzten, der ultimativen Worte vor dem Tode. Mal gucken, aber das, ob George kann ja Latein. Das haben wir im ersten Teil, glaube ich, gelernt, ne, weil er ja mal Jura studiert hat. Das ist im Secretum Apostolicum Vaticanum. Oh, das kommt aus dem Vatikan, ne? Hec tabula veritas in uno solo registro nota est it et inquisitor super. Oh Gott, also kann ich fast nichts mehr von. Wir gucken mal. Deckblattnotiz. Zum Glück hatte ich mein Latein aus der Schule noch präsent. Ich nicht. Die Nachricht lautete, die Tabula Veritatis erscheint nur in einer Fundstelle. Die Inquisition gegen die ketzerische Verderbtheit von Nicolas Emmerich, AD 1376. Scan liegt bei. Die Nachricht war unterzeichnet vom Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs. Simeon hatte Nachforschungen angestellt, nachdem er das Symbol von Hobbs Skizze erkannt hatte. Okay, dann kann uns das auch so, ne? Es war die Fotokopie eines alten lateinischen Textes. Lies vor. Ganz flüssig war mein Latein nicht mehr, aber es reichte aus. Da stand, und so sprach die Angeklagte, in diesem Ritual finden wir Beistand. In blau gekleidet nehmen die Perfekti die Form des Geistlichen an und blicken der aufgehenden Sonne entgegen zum Baum des Wissens. In grün gekleidet blicken die Credentes in die andere Richtung, zur untergehenden Sonne, wo der Baum des Lebens steht. Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün, verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Reines Licht, weißes Licht, reines Licht wird siegen. So stand es geschrieben in den alten Schriften, bekräftigt durch die Tabula Veritatis. Und dies waren ihre letzten Worte. Ziemlich starker Tobak. Wie das wohl mit La Maledictio zusammenhing? Oh, das Siegel. Also, George, alle Achtung. Also, ich meine, ein paar Worte kenne ich auch, ne? Und ein Akusta, das ist, ne? Erster Abschnitt, zweiter, dritter. Ach Gott, oh Gott. Verschiedene Abschnitte. Okay, man könnte sich jetzt alle mal vorlassen, lesen lassen. Aber ich hätte das nicht drauf gehabt, George. Und du weißt es auch nur, weil die Programmierer dir das erzählt haben, Kollege. Pass auf, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Mein Gott, was haben sie getan? Wie? Ich weiß, das sieht aus, als ob... Als ob man sie auf frischer Tat ertappt hätte? Verzeihen Sie. George, in der Wohnung ist etwas Schreckliches passiert. Nico, halte durch! Nico, halte durch? Lane, es ist nicht so, wie es aussieht. Einen Priester ermorden, Stobart? Wie tief wollen Sie denn noch sinken? Das ist nur ein Missverständnis. Ja, ja. Hören Sie, ich muss los. Ich bin dann in Nikos Wohnung. Eine haarsträubende Taxifahrt. Später, ob der alte Knacker tot ist? Der alte, Nico! Der Sohn? Hier drin! Wo drin? Ach du Scheiße. Oh, hi George. Ich dachte, jemand will dir was tun. Als ich ankam, war jemand hier. Er kam auf mich zu und stieß mich um. Konntest du ihn dir ansehen? Nein, es ging so schnell. Und dann war er weg. Was für ein Chaos. Das Blut. Wo ist Marquez? Ich weiß nicht. Er muss schwer verletzt sein. Oder tot. Nicht noch ein Mord. Wie meinst du das? Ich komme gerade aus der Galerie. Pater Simeon ist erschossen worden. Mein Gott, von wem? Weiß ich nicht. Aber bevor er starb, bat er mich zu verhindern, dass die Gnostiker den Teufel entfesseln. Dem Teufel? Wer die Morde auch begangen hat, George, der war's sicher nicht. Okay, aber wer war's? Simeon und Marquez wurden zur gleichen Zeit attackiert. Womit haben wir es hier zu tun? Ich weiß es nicht. Aber wer immer hier gewesen ist, hat etwas gesucht.
Hier ist alles durchwühlt worden. Ich mach mal Ordnung. Bin gleich wieder da. Okay, ich sehe mich so lange mal um. Also manchmal, ne? Das ist die Dialoge so gelegentlich, weiß ich nicht so, ne? Halte durch, Nico, halte durch. So ein Quatsch hätte George nie gesagt. Also das ist gut, ist aber auch egal. Es ist Jammern auf ganz hohem Niveau, denn mir gefällt das Spiel sehr gut. Alte Münzen, umgekippter Stuhl, Blut, diesmal kein Pizzafleck und ja, wir gucken uns erstmal hier den Blutfleck an. Mal gucken. Da war immer noch ein ziemlicher Blutfleck. Ja. Ich hoffte wirklich, Marquez ging es gut. Okay, und Unordnung, umgekippter Stuhl, den lassen wir erstmal in Unordnung. Gucken wir uns erstmal grob an. Hier hatte eindeutig ein Kampf stattgefunden. Oha. Marquez hatte sich wohl heftig gewehrt. In dem Chaos entdeckte ich etwas. Was? Es war Marquez' Familienfoto. Ah. Okay. Marquez hätte das Foto niemals absichtlich zurückgelassen. Okay, das haben wir. Umgekippter Stuhl, wa? Kick mal so mal an, wa? Der Stuhl war bei dem Kampf umgekippt. Aber darunter glänzte etwas. Das war Marquez' Medaillon. Okay. Gut, Sofa, gucken, Sofa. Das Sofa sah ja schlimm aus. Aber da steckte etwas zwischen den Kissen. Es war eines der Fotos, die Nico während des Diebstahls gemacht hatte. Judas. Es zeigte einen Ausschnitt von La Maledictio. Marquez hatte etwas draufgeschrieben. Alright. Okay, Magdalena, Maria Magdalena. Ja, es gibt ja so ein paar Verschwörungstheoretiker, die in das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci in Johannes Maria Magdalena vermuten. Das sind alles ganz abenteuerliche Geschichten, aber ich meine, ich finde die gesamte Geschichte sowieso abenteuerlich. Ob nicht, ob hier. Wir gucken uns mal Maria Magdalena an. Marquez hatte eine der Figuren in der Pyramide eingekreist und mit Magdalena gekennzeichnet. Das musste Maria Magdalena bedeuten. Ui. So, ja, mal Judas Iskariot, ne? Marquez hatte eine der Figuren eingekreist und Judas dazu geschrieben. Wollte er sie als Judas Ischariot kennzeichnen? Im Religionsunterricht war Judas definitiv einer von den Bösen. Ja, ja. Aber es gibt noch andere Testamente, habe ich mir sagen lassen, wo die Geschichte mit Judas ganz anders abgehen soll. Na, könnt ihr mal hier auf YouTube gucken, da gibt es ein paar ganz interessante Berichte, Dokumentationen, Videos, wie auch immer. Ne? Das, ne? Soll noch andere Testamente geben, als die halt entsprechend in der Bibel halt stehen. So, das ist hier, das ist Sand, ist das der Roboros oder wer ist hier, ist ein kleiner Schweinemann? Hey, oder bist du ein Wolf oder bist du ein, ich weiß es nicht, wir gucken mal hier auf Sand. Marquez hatte das Wort Sands über die Fotografie gekritzelt. Was er wohl damit meinte? Der heilige Judas, ne? Wie gesagt, es gibt, ich weiß gar nicht, dass dieses Testament hat auch einen Namen. Ich hab's aber vergessen, ist bei mir zu lange her. Wir gehen immer wieder raus. Ich glaube, das war erstmal alles, was wir hier so machen können, ne? Der Schweinekopfmann sagt da nichts und geh mal wieder raus, so, pass mal auf. Oh. Hey George, ja? Hast du was gefunden? Ja, ja. Marquez' Medaillon. Und eins deiner Fotos von dem Raub. Marquez hat es ganz voll gekritzelt. Ich glaube, er hat versucht, irgendwas auf dem Gemälde auszutüfteln. Simeon hatte wohl recht. Das Gemälde ist eine Art Landkarte. Wir sollten... Warte mal, mein Handy. Hallo? Ui. Hier spricht Inspektor Lavett. Ich suche den Amerikaner Mr. Stoppard. Ist er bei Ihnen? Ui. Ja, er ist hier. Mon Dieu, bleiben Sie ruhig, Madame. Wo genau sind Sie? In der Wohnung meines Nachbarn. Aber wieso fragen Sie? Keine Sorge, ich bin gleich da. Seien Sie sehr vorsichtig. Er ist bewaffnet und höchst gefährlich. Aber er wirkt so charmant. Glauben Sie mir, Madame, er ist ein Leopard im Schafspelz. Das bin ich auch. Na gut, dass der Trottel falsche das Schlüsse zieht. Wett, du hast ein größeres Problem. Ja. Lane hat mich bei Simeons Leiche gesehen. Ja. Er hat mich sicher verpetzt.
Tja, Navette ist unterwegs. Und er wird jeden Moment hier sein. Das ging aber schnell. Wir müssen los, Nico. Sofort! Die Hintertreppe runter. Wir gehen durch Fleurs Laden. In aller Seelenruhe. Oh, da steht Jean-Sacha Mohe. Wackelt wieder mit dem Finger. Ah, da seid ihr ja. Gerade rechtzeitig. Sorry, Fleur. Wir haben keine Zeit. Wie ihr wollt. Ist das die Blumenfrau? Ne? Verdammt. Sergeant Mohe steht vor der Tür. Mohe. Er redet mit jemandem. Oh, das ist Adam. Adam. Wer? Wer? Mein Nachbar. Ah, der Mops-Fan mit der verwüsteten Wohnung. Das... Ja, genau der. Ich denke, er ist im Urlaub. Hey Fleur, schön dich wiederzusehen. Du hast uns erwartet? Natürlich, sie kann weiß sein. 30 Sekunden später und sie hätten dich erwischt. Ja, ja. Angeklagt wegen des Mordes an einem Priester. Ja. Wow, woher weißt du davon? Nachrichten verbreiten sich schnell im Äther, George. Im Äther? Nimm das. Das ist eine Glaskugel. Was soll ich denn mit einem Garnknäuel? Mohe mit einem hübschen Zopfpulli bestechen? Das wäre gut. Du wirst einen Weg finden. Jetzt entschuldige mich. Kümmer dich mal um einen Fluchtplan. Oh, hi Adam. Hi Nico. Die sagen, ich kann nicht rauf in meine Wohnung. Echt? Ich frag mich, wieso. Ja, ich frag mich auch, wieso. Ich auch. Ich bin übrigens George. Und ich spiel Kind. Adam, ich bin der Nachbar von Nico. Ah. Ich weiß. Ich meine, interessant. Very interesting. Fleur, darf ich eine Weile hier sitzen, bis die Polizei mich reinlässt? Aber klar doch. Ja, dann machen wir jetzt ein gemütliches Kaffeekränzchen. Mein Kaffee ist allerdings alle. Und was jetzt? Was hat der da? Sieh du dich um. Ich schau mal, ob man an Mohe vorbeikommt. Ach, das ist ein Discman. Ah, okay. CD-Player. Meine lieben Leute, also die Blumenfrau kennen wir ja aus dem ersten Teil. Ich glaube aus dem zweiten. War die im zweiten auch? Muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Doch, ich glaube, die war im zweiten auch. Bin ich aber nicht ganz sicher. Am ersten haben wir sie, hat sie uns die Zukunft gesagt und das war alles ganz... das. Liebe Leute, das ist alles natürlich jetzt sehr tragisch gelaufen. Ich habe mir die Münzen auch gar nicht angeguckt. Ich hätte mir, wahrscheinlich, wenn ich das gewusst hätte, ich mir natürlich zuerst die Münzen angeschaut. Aber vielleicht war da auch nicht wirklich was. Das war alles ganz schrecklich. Meine lieben Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Spielkinder, ne, und... die Blumenlady hat sich aber echt gemausert, ne, von so einem kleinen Straßenstand hier, so ein richtig schönes Geschäft, ne, und das kaufen wir uns dann beim nächsten Mal. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch vergangen, ciao, ciao, und bis zum nächsten Mal, sagt euer Spielkind, 45 Blumenfrau.